Grüß Gott und herzlich willkommen zur dritten Online-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. Diese Lektion ist etwas kürzer als die vorangegangene und hat im Wesentlichen zwei Elemente. Wir thematisieren Stellenwertsysteme und deren Bedeutung für algorithmisches Rechnen, das Sie aus der Schulzeit als die schriftlichen Standardrechenverfahren kennen, das aber auch für maschinelles Rechnen und somit für die Informatik von Bedeutung ist. Im zweiten Block schauen wir uns dann die Teilbarkeit und insbesondere Teilbarkeitsregeln an, bei denen wir sehen werden, dass diese eng mit dem Stellenwertsystem zusammenhängen. Dieser Teil ist auch schon Vorbereitung auf die kommende Lektion, bei der es dann um weitere Problemstellungen der Teilbarkeitslehre gehen wird, insbesondere um solche, die mit Primzahlen und der sogenannten modularen Arithmetik zu tun haben, also dem Rechnen mit Resten. Beginnen möchte ich wieder mit einer etwas ausführlicheren, diesmal auch historisch angehauchten Motivation. Weil die Lektion diesmal insgesamt kürzer ist, gibt es nicht zwischen den zwei inhaltlichen Blöcken je eine Übungseinheit, sondern dann eine etwas längere Motivation und die beiden inhaltlichen Teile als einzelne Videos, aber dann Aufgaben und Lösungen geblockt in einem Teil hinter dem zweiten inhaltlichen Teil zu den Teilbarkeitsregeln. Beginnen wir mit der Motivation und dem kleinen historischen Exkurs. Auch heute noch verfügen wir über verschiedene Bezeichnungssysteme für Zahlen. Da werden ja zunächst mal die Zahlworte, die in jeder Sprache etwas anders sind, aber alle ähnlichen Systematiken folgen. Im Deutschen und vielen anderen Sprachen spiegeln diese Systematiken aber etwa nicht ganz 1:1 das Dezimalzahlsystem, wie sich etwa an Bezeichnungen wie 11 oder 12 zeigt, aber auch noch an der etwas weniger intuitiven Reihenfolge bei einem Zahlwort wie 21, wo ja der zweite Stellenwert dann hinten ist, was immer so ein bisschen für Verwirrung sorgt. Dann haben wir Zahlsymbole, allen voran die indoarabische Ziffernschreibweise. Hin und wieder findet sich für schmückende Zwecke aber auch noch die Darstellung mit römischen Zahlzeichen. Und da gibt es auch noch Strichlisten, das sind letztlich auch Zahlsymbole. Vertikale Striche repräsentieren die Einer und jeder fünfte Strich wird dann quer durch 4 ausgeführt und dann wird etwas Platz zum nächsten gelassen. Zahlnamen und Zahlsymbole sind historisch gewachsen und im Prinzip völlig willkürlich. Aus der Ethnomathematik, also der Untersuchung der Mathematik fremder, häufig indigener Völker, kann man allerdings ganz gut rekonstruieren, dass Zahlnamen eben doch entweder mit Zählsystemen und Bündelgrößen zusammenhängen, wobei dann häufig 2, 5, 10 und 20 für Zählzyklen genutzt werden. Und das verweist auch auf den anderen Hintergrund der Zahlnamen. In einigen Sprachen heißen bestimmte Zahlen wie beim Zählen verwendete Körperteile, also zum Beispiel linke Hand als Zahlwort für 5 oder rechte Hand als Zahlwort für 10. Man nennt das auch Körperzahlen und aus dem Amazonasgebiet sind in der Tat Völker bekannt, die wortwörtlich mit allen Fingern und den Zehen bis 20 zählen. Wo die eigenen Körperteile nicht mehr ausreichen, hat man sich bereits in vorschriftlichen Kulturen mit Zählobjekten beim Rechnen beholfen, also Steine, Muscheln oder andere in großer Anzahl gut verfügbare und einigermaßen übersichtlich verwendbare Gegenstände verwendet, die man dann als leichter manipulierbare Repräsentanten der eigentlich interessierenden Objekte, die gezählt werden sollten, also zum Beispiel Vieh- oder Getreidebestände, betrachtet hat. Ein Unterrichtsvorschlag meiner Kollegin Katja Lengning greift diese Art der Repräsentation mit Erbsen bzw. verschiedenen großen Steinen als jeweiligen Zählobjekten auf. Die Idee ist hier, dass die SchülerInnen aktiv entdeckend einen Eindruck davon bekommen, welche Vor- und Nachteile verschiedene Zahldarstellungssysteme für die Ausführung verschiedener Rechenoperationen haben. Uns sollen mal nur die Erbsen und die Steine interessieren.
Die Erbsen sind wohl alle ziemlich gleich groß und schauen ziemlich gleich aus. Und Kollegin Lengning hat den SchülerInnen eine ganze Menge davon zur Verfügung gestellt. Die Steine sahen so ein bisschen unterschiedlich aus, waren verschieden groß und es waren vergleichsweise wenige zur Verfügung gestellt. Hier sehen Sie mal schematisch das Ergebnis der Steinegruppe für die Aufgabe 18 geteilt durch 5 mit Rest. Wichtig, da gibt es jetzt zwei verschiedene mögliche Lösungen. Man macht 5 Haufen und nach gibt man in jeden Haufen einen Stein herein, bis keine 5 Steine mehr übrig sind, die man verteilen kann. Oder aber man gruppiert die Steine in lauter 5er Haufen, bis man eben auch wieder keine 5 Steine mehr hat, die man gruppieren könnte. Im ersten Fall ist die Anzahl der Steine in den Haufen die Lösung. Im anderen Fall ist die Anzahl der Haufen, die man gebildet hat, die Lösung. Der zweite Lösungsweg, also die Anzahl der Haufen, der ist hier abgebildet. Hinaus will ich aber auf etwas anderes. Die beschränkte Anzahl der Steine haben die SchülerInnen als ein Problem empfunden. Denn wenn man keine 573 Steine hat, dann kann man ja so nicht ohne weiteres 573 minus 56 rechnen, jedenfalls dann nicht, wenn jeder einer wirklich für einen Stein stehen soll. Kollegin Lengning hat dann die SchülerInnen mittels Lehrerinnenimpuls so vorsichtig genatscht und indirekt auf den Umstand hingewiesen, dass die Steine ja im Unterschied zu den Erbsen in deutlich unterschiedlichen Größen und Formen dahergekommen sind. Das hat nach ihrer Auskunft dann schon ausgereicht, damit die SchülerInnen eine Idee aufgegriffen haben, die faktisch jedes zweckmäßige Zahlzeichensystem ausmacht. Man muss bündeln bzw. man benötigt einzelne Zeichen oder Objekte, die für mehr als ein einzelnes Zählobjekt stehen. Eine Möglichkeit ist dabei so ein strikt dezimaler Aufbau. Die kleinen Steine stehen für Einer, die mittelgroßen Steine stehen für Zehner und die ganz großen Steine stehen für Hunderter. Für zweckmäßige Zahlsymbole lassen sich allgemein zum Beispiel die folgenden drei Prinzipien aufstellen. Erstens, das Zahlzeichensystem baut auf einer einfachen, das heißt leicht durchschaubaren Systematik auf. Zweitens, das Zahlzeichensystem soll beliebig große Zahlen abbilden können und dabei drittens auch nicht zu langen Bezeichnungen bzw. zu langen Einzelsymbolen führen. Da wären jetzt einzelne Erbsen als Zählsymbole schon mal heraus, weil wenn Sie damit 500 darstellen, haben Sie da halt 500 Punkte herumliegen. Das ist nicht mehr übersichtlich. Und last but not least, es wäre natürlich auch fein, wenn unser Zahlsymbolsystem uns beim Ausführen der Grundrechnungsarten unterstützen würde. Was das konkret bedeutet, wird sich im Folgenden noch klären. Schauen wir vorab noch einmal ganz kurz in die Geschichte der Zahlzeichensysteme herein. Um ca. 3000 vor unserer Zeitrechnung datieren Funde der sogenannten protokeilschriftlichen Wirtschaftstexte aus dem Gebiet von Uruk. Uruk liegt auf dem heutigen Staatsgebiet des Irak und ist Teil jenes Gebiets, das dann wenig später das Altbabylonische Reich wird. Abgebildet sind hier Transkriptionen der Vorder- und Rückseite immer nebeneinander von zwei Tontafeln, die jeweils eine Additionsaufgabe beinhalten. Links ist etwas mit Bierkrügen gerechnet und rechts ist etwas mit Getreide gerechnet. Die Vorderseiten stellen jeweils die beiden oder drei oder vier Summanden dar, jeweils durch Striche abgeteilt. Und auf der Rückseite findet sich das Ergebnis, also die Summe. Die Zahlsymbole sind in diesem Fall ausschließlich diese schwarzen gefüllten Kreise und die Objekte, die so etwas wie ein nach links blickendes Auge ausschauen. Aus beiden Tafeln kann man folgern, dass die Kreise die größere Bündelgröße darstellen. Links ergeben 5 Augen und ein Kreis plus 7 Augen, in Summe 2 Augen und 2 Kreise. Das geht sich genau aus, wenn jeder Kreis für 10 Augen steht.
Rechts ergeben 3 Augen plus 3 Augen plus 3 Augen plus 3 Augen, in Summe 2 Kreise. Das geht sich genau dann aus, wenn ein Kreis 6 Augen wert ist. Bis in die 1980er Jahre hinein, wo man nur einzelne dieser Tafeln entziffert hatte, ist man dann einfach davon ausgegangen, dass sich halt in einzelnen Fällen mal wer vertan oder verrechnet haben dürfte. In den 1980er Jahren sind dann am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin systematisch mehrere 10.000 solcher Tafeln eingescannt, automatisiert transkribiert und dann von einem Großrechner analysiert worden. Ja, der Großrechner hat wahrscheinlich weniger Rechenkapazität als jetzt ihr Handy, aber damals war das eine große Sache. Man hat dann ein System erkannt, nämlich, dass die Bündelgrößen in der Tat vom Kontext abhängig sind, also von dem, was gerade gezählt wird. Manchmal wird in 6er Schritten gebündelt, manchmal in 10er. Es kommen vereinzelt aber auch Bündelgrößen 2, 3, 4 und 5 vor. Man nennt diese Zahlzeichensysteme auch metrologische Zahlzeichensysteme nach Metrologie. Das ist die Lehre vom Wiegen und Messen. Für einzeln gezählte Objekte wie diese Bierkrüge wurde in Uruk ein im Wesentlichen sechsagesimales System verwendet. 6 und 10 wechseln sich als Bündelgröße ab. Ähnlich wie heute noch bei Zeiteinheiten spielt also der Faktor 60 eine herausgehobene Rolle, 60 sechsagesimal. Bei rationiert gezählten Objekten ist dann noch so eine 2 eingeschaltet, deswegen nennt man das Bisechsagesimalzahlen. Besonders variantenreich ist das Zahlzeichensystem für Getreide. Diese Schüssel, die da als erstes Bündel angegeben ist, kann für sehr verschiedene Bündelgrößen stehen, je nach Art des Getreides, das da gezählt worden ist. Man geht heute auch davon aus, dass das eben mit den tatsächlichen Bündelungen der verschiedenen Getreidesorten zu tun gehabt hat. Einige MathematikhistorikerInnen folgern aus diesen sehr nah an den Kontext liegenden Zahlzeichensystemen dann auch, dass die Menschen in Uruk eigentlich noch keinen von Kontexten unabhängigen, universalen Zahlbegriff gehabt haben dürften, wie wir ihn heute verwenden. Das ändert sich erst mit der Herausbildung des Altbabylonischen Reiches und den dort zunehmend anfallenden Verwaltungsaufgaben, die man als mitverantwortlich für den Übergang zu einem universeller, verwendbaren und insgesamt auch weniger bildhaften Zahlzeichensystem ansehen kann. Dieses System kommt mit nur 2 verschiedenen Zeichen und deren Positionierung aus. Man nennt solche Zahlzeichensysteme auch Positionssysteme. Der vertikale Strich ist eine 1 und der Haken steht für eine 10. Zum Beispiel die 3, die 14 und die 33 werden weiterhin einfach durch wiederholtes Hinschreiben der Zeichen markiert. Ein echtes Stellenwertsystem, an dem man verschiedene Zeichen für zum Beispiel 1, 3, 4 hat und die an Positionen wiederholt, ist das also noch nicht ganz. Aber der entscheidende Vorteil ergibt sich jetzt eben für Zahlen, die größer oder gleich 60 sind, denn dort wird die Zahl der 60er dann wieder mit einzelnen Strichen notiert, die 600er wären dann wieder vorangestellte Haken und dann entsprechend die 3600er wären wieder nochmals vorangestellte Striche. Mit so einem Positionssystem können Sie dann mit nur diesen beiden Grundzeichen im Grunde beliebig viele, beliebig große Zahlen darstellen. Einen ganz kleinen Haken und sogar einen Nachteil gegenüber der Einführung jeweils neuer Zeichen für jeden neuen Stellenwert hat dieses System allerdings schon. Es gab nämlich kein Zeichen für die Null. Da aber die Bedeutung der Zahlzeichen von der Position abhängt, erzeugen dann leere Positionen Mehrdeutigkeiten, wie in dem Beispiel auf der Folie vielleicht ganz gut erkennbar ist. Algorithmisches Rechnen ist aber mit diesem Zahlzeichensystem zumindest für die Addition sehr ähnlich durchführbar wie mit unserem heutigen Stellenwertsystem. Schwierigkeiten ergeben sich erst bei der Multiplikation. Um das zu klären, gehen wir ganz kurz an die virtuelle Tafel.
wenn wir im Keilschriftsystem zwei Zahlen addieren wollen. Ich habe das jetzt mal so hingeschrieben, als wäre das unser schriftliches Rechenverfahren und damit wir das besser erkennen, 600er, 60er, 10er und 1er. Was man aber eigentlich machen würde, wenn man diese Zahl hier zum Beispiel hat, 2 60er, 2 10er, 3 1er, 3 60er, 2 10er, 4 1er. Wenn man die addieren will, schreibt man die einfach zusammen. Also ich schreibe hier die 3 und die 4 zusammen, das sind 7. Jetzt hat man das immer so gemacht, damit man die Struktur etwas besser erkennt, dass man das in so Dreiergrüppchen hingeschrieben hat. Hat man hier die 7, hier schreibt man auch die 2 zusammen, machen wir auch wieder Dreiergrüppchen, haben wir hier 4 und in dem vorderen schreiben wir auch Dreiergrüppchen zusammen, 1, 2, 3 und 2 darunter. Und jetzt können wir das Ergebnis schon ablesen, Addition ist schon fertig. 5 60er, 4 10er, 6 1er, 7 1er ist das Ergebnis, Entschuldigung. Jetzt habe ich natürlich insofern ein bisschen geschummelt, wir haben hier keine Überträge. Was passiert denn, wenn wir Überträge haben? Im Grunde genommen geht das noch genauso. Man schreibt das erstmal alles zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und hier schreibt man auch genauso zusammen. 1, 2, 3, 4, 5 und in der vordersten Spalte auch wieder einfach zusammengeschrieben. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, jetzt habe ich das nicht so schön gemacht. Das mache ich nochmal. 1, 2, 3. Haben wir die schon weg und noch 2 darunter. Also auch 5. Sieht hier überall gut aus, aber hier hinten nicht. Hier hinten müssen wir ja jetzt ein bisschen was wegstreichen. Hier hinten dürfen ja höchstens 9 Stück stehen. Also die 2 hier, das geht irgendwie nicht. 9 plus 2. Das heißt, wir müssen jetzt 10 wegstreichen. 10 müssen wir insgesamt wegstreichen. Und dafür hier einen Haken mehr hinmalen. Dann sind wir wieder auf der sicheren Seite. Es bleibt hier also nur einer übrig. So, ich male die hier mal alle weg. Einer bleibt übrig. Hier ist jetzt einer mehr reingekommen. Jetzt haben wir aber hier auch wieder 6. 6 geht nicht. Die müssen wir wieder wegstreichen. Da kommt gar keiner hin. Hier haben wir also einen leeren Stellenwert. Und jetzt rutscht dann wieder der eine hier rein. Ah, jetzt haben wir ja auch 6 stehen. Das ist aber kein Problem, weil die nächsten sind 600er, da wären wieder 10. Also ist unser Ergebnis jetzt 6 60er, kein 10er, ein 1er. So funktioniert das Addieren. Und Sie sehen, das Stellenwertsystem hat uns hier unterstützt. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ah, das funktioniert dann ja beim Multiplizieren vielleicht auch ganz easy, dass wir halt sagen, okay, hier haben wir die Zehner, die müssen wir mit der Zahl mal nehmen. Also, das ist ja wohl so, wenn ich hier zwei Zehner habe und hier waren vorher die Einer, naja, dann schiebe ich die einfach in die nächste Spalte und nehme die mal 2. Ja, aber jetzt wird es schwierig. Wenn ich in die nächste Stelle rutsche und die Zehner mal die Zehner nehme, da kommen ja nicht 60er, sondern 100er raus. Das heißt, dieses, was wir gewohnt sind vom schriftlichen Multiplizieren und wie auch das Abakus-Multiplizieren funktioniert, das geht hier leider nicht, dass wir jetzt stellenwertweise 1 weiter nach vorne schreiben, weil das eben keine echten Stellenwerte sind, in dem Sinn, dass nicht überall derselbe Bündelungsfaktor ist. Wir haben ja hier das Malnehmen mit 10 und wir haben hier das Malnehmen mit 6. Das heißt, es rutscht nicht immer genau einen Stellenwert weiter, wenn man mal 10 nimmt. So, das heißt, da haben die tatsächlich eine andere Lösung gehabt. Da haben die mit so Multiplikationstabellen dann gearbeitet, weil hier sind tatsächlich nur die Versechzigfachungen entsprechend immer dem Verschieben um 2 Stellenwerte. Aber das, was zwischen diesen Zehnern und Einern passiert und das, was zwischen den Zehnern und den 60ern passiert, das ist ja nicht dasselbe. Das heißt, das Multiplizieren ist in diesem Stellenwertsystem oder in diesem Positionssystem, muss man ja eigentlich sagen, nicht so einfach möglich. Interessanterweise stellen die griechischen und römischen Zahlzeichensysteme gewissermaßen einen Rückschritt dar. Hier werden nun wieder für neue Stellenwerte auch neue Zeichen eingeführt, so dass man nicht mit einem endlich großen Zeichenvorrat gut auskommen wird, wenn man beliebig große Zahlen darstellen will. Ansonsten müsste man ja für 1 Million etwa 1000 M's hinmalen oder man muss eben wieder für höhere Stellenwerte neue Zeichen einführen. Für algorithmisches Rechnen eignen sich diese Zahlsysteme dann auch nicht wirklich.
Zumal im römischen System noch die leicht verwirrende Eigenschaft hinzukommt, dass das Voranstellen eines kleineren Zahlzeichens vor ein größeres zur Subtraktion führt. Ix steht also für 9, 10 minus 1 und xl entsprechend für 40, 50 minus 10. Algorithmisch gerechnet wurde daher im antiken Griechenland und im Rom eher an einer Abart des Abakus, dem sogenannten Felder-Abakus. In der Abbildung sehen Sie hier die sogenannte Salaminische Tafel aus dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. In der Vorlesung Geschichte der Mathematik schauen wir uns dann genauer an, wie man mit so einem Gerät rechnen kann. Hier gebe ich mal einen Link auf ein Applet und auf dieses Video herein, wo Sie dann selbst probieren oder das eben in dem Vorlesungsvideo auch nachschauen können. Im Grunde funktioniert das ganz ähnlich wie vorhin mit den babylonischen Zahlzeichen bei der Addition. Der Unterschied ist, hier kann man jetzt auch noch algorithmisch multiplizieren und statt der Zeichen schiebt man eben so Steine in einer Tafel und schiebt die hin und her und tauscht die aus. Aber wie das genau funktioniert, wie gesagt, in dem Video für Geschichte der Mathematik oder dann live in der Vorlesung zur Geschichte der Mathematik können Sie sich das dann genauer anhören. Willkommen zum zweiten Teil, in dem wir uns mit verschiedenen Stellenwertsystemen beschäftigen werden. Wir fangen dabei mal klein an mit dem uns gewohnten dezimalen Stellenwertsystem und den üblicherweise so seit der frühen Neuzeit in Europa gebräuchlichen indo-arabischen Zifferndarstellung. Die Zahl 27 schreibt man ja in der Volksschule gerne auch nochmal so als 2 Zehner und 7 Einer hin oder malt die sogar in so eine Stellenwerttafel. 27 ist also 2 mal 10 plus 7. Oder wenn man es noch etwas umständlicher hinschreibt, 2 mal 10 hoch 1 plus 7 mal 10 hoch 0. Das geht so weiter. Bei dreistelligen Zahlen hat man vorne dann Hunderter, also 10 hoch 2. Dann bei vierstelligen Tausender, also 10 hoch 3. Im Exponent also immer genau 1 weniger als die Stellenanzahl, weil die letzte Stelle sind ja die Einer, was eben 10 hoch 0 entsprechen würde. Man kann die 27 auch im Vierersystem oder vieradischen System darstellen. Dann besteht sie aus der Ziffernfolge 1, 2, 3. Man gibt da eine Klammer herum und so einen Index 4 heran. Diesen Index nennt man auch die Basis des Zahlsystems und ist die Basis B, dann spricht man auch vom B-adischen Zahlsystem, hier also dem vieradischen System. Man kann nun fragen, wie man zu dieser Zahldarstellung gelangt. Ein einfacher Algorithmus läuft so. Wir schauen, wie oft die 4 in die 27 passt. Das geht 6 Mal und es bleiben 3 Einer übrig. Die sind sicher der letzte Stellenwert. 6 ist größer als 4, also schauen wir wieder, wie oft die 4 in die 6 passt. Das geht einmal und 2 bleiben übrig. Die 2 sind also sicher der zweite Stellenwert, also jetzt nicht die Zehner, sondern die 4 hoch 1er. Die 1 kann man nicht mehr durch 4 ganzzahlig teilen. Es bleiben also für den dritten Stellenwert, von hinten gedacht jetzt, noch ein 4 hoch 2er übrig und somit ergibt sich die Darstellung 1, 2, 3 mit dem Index 4, um klarzumachen, wir bewegen uns im vieradischen System. Das hier iterativ verwendete Verfahren nennt man auch Division mit Rest, die für die gesamte elementare Zahlentheorie eine wichtige Rolle bei Argumentationen spielt. Deswegen schauen wir uns die etwas genauer an, obwohl Sie die ja eigentlich auch schon in der Volksschule mal kennengelernt haben sollen. Die Division mit Rest kann man auf der Ebene konkreter Handlungen, insbesondere in der Volksschule dann, und das nennt man auch N-aktiv, etwa so darstellen. Gegeben wäre ein Haufen mit A Hölzern und von dem sollen jetzt Bündel zu je B Hölzer in jedem Bündel gebildet werden. Das Resultat ist dann eine Anzahl von Q Bündeln, die je B Hölzer beinhalten und wenn es sich nicht glatt ausgeht, bleiben eben unter Umständen noch eher einzelne Hölzer übrig. Jetzt hätten wir gerne eine Aussage dazu, ob dieses Verfahren in den natürlichen Zahlen auch immer ausführbar ist und in endlich vielen Schritten an ein Ende kommt. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja wieso soll das nicht so sein?
Andererseits ist etwa die normale Division ohne Rest ja gerade nicht immer ausführbar. Da bräuchten wir schon die Bruchzahlen, damit überhaupt immer eine eindeutige Lösung existiert. Und dann hätten wir noch das Problem, dass dieses normale Divisionsverfahren, das schriftliche, bei Dezimalzahlen ja gerade nicht immer abbricht. Also da gibt es ja periodische Dezimalbrüche. Dass es sich bei der Division mit Rest also immer ausgeht und man nach endlich vielen Schritten fertig ist, ist nicht selbstverständlich, ist nicht aufgelegt, wie Sie vielleicht sagen, und daher durchaus eines Beweises würdig. Also, sei A eine nicht negative ganze Zahl, die 0 darf also mitspielen, und B eine natürliche Zahl, da darf die 0 nicht mitspielen, dann gibt es erstens nicht negative Zahlen Q und R, so dass Sie A schreiben können als Q mal B plus R. Zweitens, wenn man A einmal als Q mal B plus R und nochmal als Q' mal B plus R' schreibt, dann kann das nur stimmen, wenn Q und Q' und R' eigentlich dieselben Zahlen sind. Der Satz spricht mit erstens, also eine Existenzaussage an. Es gibt immer solche Zahlen, Q und R, egal wie Sie A und B wählen. Und zweitens ist hier eine Eindeutigkeitsaussage getroffen. Wenn Sie A und B vorgeben, dann gibt es nur genau ein Zahlenpaar Q und R, also genau eine Anzahl von Bündeln und eine Anzahl von einzelnen Hölzern, die auch wirklich passt. Sie könnten auch sagen, die Division mit Rest ist wohl definiert. Der Beweis ist dann jetzt ein ganz typischer. Dass der erstens Teil stimmt, zeigen wir durch das Vorhandensein eines passenden Bestimmungsverfahrens, also letztlich durch einen Algorithmus. Sowas nennt man einen konstruktiven Beweis. Und das zweitens zeigen wir, wie fast jeder Eindeutigkeitsbeweis läuft. Wir nehmen mal an, wir hätten zwei verschiedene Lösungen gefunden und führen die Annahme dann zum Widerspruch. Das zeigen wir also indirekt und nicht konstruktiv. Erst einmal zum vielleicht etwas eingängigeren Teil, der Existenzbeweis. Wir stellen uns da mal ganz dumm und sagen, dividieren können wir noch gar nicht. Wir müssen also die Division ersetzen und wir ersetzen sie durch sukzessives Subtrahieren, also Minusrechnen. Wir fangen mit 27 an und ziehen einmal 4 ab, es bleiben 23 übrig. Weil 23 aber wohl noch größer als 4 ist, müssen wir nochmal eine 4 abziehen, es bleiben 19. Das geht jetzt immer so weiter, bis wir bei der Zahl 3 anlangen. 3 ist kleiner als 4, wir haben 6 mal 4 subtrahiert, also wäre unsere Lösung, dass 27 gleich 6 mal 4 plus ein verbleibender Rest von 3 übrig bleibt. Das kommt Ihnen jetzt vielleicht so etwas deppert vor, aber unser Ziel war es ja, die Division mit Rest auf etwas anderes, einfacheres zurückzuführen und da kann man dann eben das Minusrechnen hernehmen. Um es vielleicht den InformatikerInnen schmackhaft zu machen, damit ist jetzt auch gezeigt, dass sich auf einer Maschine bzw. in einem System das Minusrechnen und die Größe von Integern vergleichen kann, auch eine Division mit Rest implementieren lässt. Wobei wir hier nur ein Beispiel angesehen haben. Eine Frage ist ja bei so einem Algorithmus immer zentral. Laufen wir auch nicht in eine sich unendlich wiederholende Schleife? Also bricht das Verfahren auch wirklich immer nach endlich vielen Schritten ab. Also schauen wir mal allgemein auf das Verfahren. Faktisch ändert sich wenig, da wir für Q, A und B keine konkreten Zahlen angenommen haben, können wir natürlich nicht sagen, wie oft wir B von A abziehen müssen, damit ein Rest R bleibt, der kleiner als B ist. Wir sagen mal, wir haben an irgendeinem Punkt Glück gehabt und es klappt mit Q mal hintereinander B abziehen. Dann ist also der Rest nun A minus Q mal B und A ist Q mal B plus R und R soll, wie gesagt, angeblich kleiner als B sein. Warum haben wir nun nicht einfach Glück gehabt, sondern können davon ausgehen, dass wir wirklich nach endlich vielen, also nach Q-Schritten, bei einer Zahl R landen, die kleiner als B ist? Die Antwort darauf haben wir in der letzten Lektion kennengelernt. Wenn wir immer wieder eine natürliche Zahl B von einer anderen Zahl A abziehen,
Dann haben wir eine absteigende Folge natürlicher Zahlen vor uns und dann gilt die sogenannte Wohlordnungseigenschaft und die besagt, so eine Folge muss abbrechen, nämlich allerspätestens, wenn wir bei 1 bzw. halt bei 0 anlangen, je nachdem, ob wir die 0 mitspielen lassen oder nicht. Es ist also ganz unabhängig vom Wert von A und B ja gar nicht möglich, beliebig oft B von A abzuziehen und immer im positiven Bereich zu bleiben oder im nicht-negativen. Irgendwann werden wir an einen letzten Wert kommen und dieser letzte Wert, der kann dann auch nicht größer als B sein, weil sonst hätten wir B ja noch ein weiteres Mal abziehen können. Also landen wir wirklich bei einem R, das kleiner als B ist. Damit ist dieser erste Teil fertig. Wir kommen zum zweiten, vielleicht etwas weniger intuitiven Teil, dem Beweis der Eindeutigkeit. Wir nehmen mal an, wir hätten zwei verschiedene Lösungspaare QR und Q-R gefunden. Wenn die Lösungspaare verschieden sind, könnte es jetzt noch sein, dass Q kleiner, größer oder gleich Q' ist, denn es würde ja dann immer noch reichen, dass R' nicht gleich R ist. Wir sagen aber mal, dass Q' größer oder gleich R ist. Die Allgemeinheit des Beweises schränkt das nicht ein, denn wenn tatsächlich Q' kleiner wäre, könnten wir einfach die Namen von Q und Q' austauschen. Das ist also eine Einschränkung, aber die Allgemeinheit nicht einschränkt. Deswegen schreibt man da so ein OE heran. Jetzt bringen wir Q und Q' sowie R und R' jeweils auf dieselbe Seite der Gleichung und heben links noch das Q' minus Q heraus. Weil R und R' beides nicht negative Zahlen sind, muss R minus R' dann kleiner oder gleich R sein, also sicher immer noch kleiner als B. Wir ersetzen daher ist gleich R minus R' durch ein ist kleiner als B. Weil Q' nach Voraussetzung größer oder gleich Q war, muss die vordere Klammer Q' minus Q eine nicht negative ganze Zahl enthalten. Aber dann kann Q minus Q' ja nur 0 sein. Denn für jede andere natürliche Zahl wäre links etwas, das größer oder gleich B ist. Es steht aber dort, dass Q' minus Q mal B kleiner als B sein soll. Aus Q' minus Q ist gleich 0, folgt aber sofort, dass Q' gleich Q sein muss und daraus folgt dann auch unmittelbar, dass R' eben auch gleich R sein muss. Und damit haben wir unseren gewünschten Widerspruch gegen die Annahme, dass diese Zahlen verschieden seien, schon erzeugt. Eine abschließende Bemerkung. Erstens, wir haben die Division damit als fortgesetzte Subtraktion aufgebaut. Falls R ist gleich 0 ist, ist dann zweitens B ein Teiler von A, was man auch mit so einem vertikalen Strich zwischen den beiden hinschreibt und B teilt A liest. Aber dazu kommen wir später eh noch genauer. Wir gehen mal zurück zu den Stellenwertsystemen. Die Darstellung einer Zahl, zum Beispiel 27, in einem B-adischen Stellenwertsystem, also etwa im Vierersystem, entspricht der fortgesetzten Bündelung in Viererbündeln. Wir dividieren zunächst 27 durch 4 mit Rest. Der Rest, also die 3, ergibt die Einerziffer und das eigentliche Resultat, also die 6, das dividieren wir jetzt wieder durch 4 mit Rest und der dabei entstehende Rest ergibt dann die, ja nicht 10er-Ziffer, eigentlich ist das ja hier die 4er-Ziffer. Das Resultat 1 können wir jetzt nochmal mit Rest dividieren, weil aber eh klar ist, dass 0 mal 4, da kommt ja Rest 1 heraus, können wir die 1 auch einfach an die, ja jetzt nicht 100er Stelle, sondern 4 Quadrat, also die 16er Stelle schieben. Auch diesen Algorithmus der fortgesetzten sukzessiven Division mit Rest können wir allgemein notieren. Wir dividieren so lange fortgesetzt immer wieder durch B, bis wir als Resultat 0 mal b erhalten. Die dabei entstehenden Reste ergeben genau die Stellenwerte der Zahl im b-adischen System. Auch dieser Algorithmus muss abbrechen, da a größer als das erste Resultat q1 sein muss. Wir haben ja mindestens einmal b abgezogen bei der Division mit Rest durch b und genauso ist das bei q2, das muss wieder kleiner als q1 sein. Weil wir eben wieder mindestens einmal b abgezogen haben.
Die Folge dieser Zwischenresultate QI ist also neuerlich eine absteigende Folge natürlicher Zahlen und diese muss notwendig nach endlich vielen Schritten an ein Ende kommen. Die wichtige Voraussetzung ist dabei, B muss größer als 1 sein. Es gibt kein Stellenwertsystem zur Basis 1, denn wenn B gleich 1 wäre, dann würde es sich ja immer glatt ausgehen. Das heißt, es würde gerade nicht in jedem Schritt mindestens einmal B abgezogen werden, sondern sie hätten immer Rest 0 und würden immer wieder neu teilen. Hier ist das Ganze noch einmal für ein etwas größeres Zahlenbeispiel dargestellt. Und zwar ganz fein nach Vorschrift durchgerechnet. Es ist also wirklich so lange Division mit Rest gemacht worden, bis als Resultat, also als Faktor Q vor dem B, tatsächlich 0 herauskommt. Das Ganze können wir jetzt noch vornehm als Satz notieren. Bei vorgegebener Basis B größer als 1 gibt es für jede natürliche Zahl eine Stellenzahl S und Ziffern ZI, die sich zwischen 0 und B minus 1 bewegen, sodass wir dann ohne führende Nullen eindeutig A schreiben können als Z1 mal B hoch S minus 1 plus Z2 mal B hoch S minus 2 plus und so weiter und so fort, plus Zs minus 1 mal b plus Zs, und da können Sie sich noch einmal b hoch 0 dazu denken, wenn Sie mögen. Existenz und Eindeutigkeit dieser Darstellung folgen dabei aus der Existenz und Eindeutigkeit des verwendeten Verfahrens, nämlich der Division mit Rest. Das müssen wir also jetzt nicht noch einmal extra beweisen. Für einige ausgewählte Zahlsysteme, nämlich wenigstens für die mit Basis 2, 18, 16 und 60, halten sich neben den Namen 8, adisch und so weiter auch griechische oder lateinische Bezeichnungen wie dekadisches System, das wäre griechisch, oder Dezimalsystem, das wäre lateinisch. Wenn man Zahlsysteme mit Basis größer als 10 verwendet, benötigt man offensichtlich mehr als 10 Ziffern. In der indo-arabischen Schreibweise haben wir aber nur 10 Ziffern, 0 bis 9, die reichen dann nicht aus. Jetzt kann man sich bis 36 noch dadurch behelfen, die Buchstaben des lateinischen Alphabets auch noch als Ziffern zu verwenden. Das macht man zum Beispiel ganz gerne bei den in der Informatik ja recht gebräuchlichen Hexadezimalzahlen, wo dann noch A bis F als weitere Ziffern über der 9 hinzukommen. Wir werden hier aber eher das in der Mathematik gängigere System verwenden. Bei einer Basis größer als 10, die Stellenwerte einfach sicherheitshalber mit so einem Beistrich voneinander abzutrennen, denn das geht für beliebig große Zahlen als Basis. Am Beispiel 12, 2, 14 im 60er-System ist ungleich 1, 22, 14 im 60er-System, können wir dann auch gleich noch einmal kurz üben, wie man die Rückverwandlung vom 60er oder im beliebigen Zahlsystem ins Dezimalzahlsystem realisiert. Und wir sehen dann auch gleich, dass das wirklich wichtig ist, da diese Beistriche hereinzusetzen, also dass das verschiedene Zahlen sind. Also, dann schauen wir uns das mal an. Die größte Schwierigkeit ist hier das große 1x1. Also, wir haben hier stehen 12 mal 60 zum Quadrat plus 2 mal 60 plus 14. So, hinten können wir schon mal schön ausrechnen. 2 mal 60 ist 120 plus 14 ist 134. Also plus 134 haben wir schon. Vorne brauchen wir 12 mal 60 Quadrat. Das ist dasselbe wie 12 mal 3600. So, jetzt war es mir besonders kompliziert. 12 mal 3 ist hoffentlich 36 und 12 mal 6 ist 72 und an das Ganze müssen wir zwei Nullen anhängen. Damit kommen wir in Summe auf 0, 0, 2. 7 plus 6 ist 13 und 1 plus 3 ist 4. Also haben wir hier 43.200. Plus 134, das ergibt 43.334. Gut, und jetzt schauen wir mal, was hier rauskommt. Das ist Gott sei Dank etwas kleiner. 1 mal 60 Quadrat plus 22 mal 60 plus
wiederum die 14. Einmal 60 Quadrat geht im Kopf, das ist wieder die 3600 plus die 22 mal 60. So, weil wir ja hier auch algorithmisches Rechnen üben, machen wir das jetzt wirklich wieder zu Fuß. 6 mal 2 ist 12, ist also 132, nicht wahr? Weil vorne haben wir auch nochmal die 12 mit den Überträgen, haut genau hin. Und 0 mal 22 ist 0, hängen wir also einfach eine 0 ran. Also steht hier 1320 plus die 14. Das ist also 3600 plus 1320 plus 14. Das ist also 4394. Und 4934 ist offensichtlich nicht dasselbe wie 43.334. Damit ist nochmal verdeutlicht, warum das wichtig ist, dass wenn man mehr als 10 Ziffern hat, man sich irgendwie notieren muss, wo die Stellenwerttrennungen sind. Wir hatten damit begonnen zu fordern, dass zweckmäßige Zahldarstellungssysteme die Ausführung der Grundrechenarten unterstützen sollen. In der Tat ist es so, dass die Ihnen und mir vertrauten schriftlichen Rechenverfahren in allen beadischen Stellenwertsystemen ausführbar sind. Wir wollen einmal 1, 2, 3 plus 3, 1, 2 im Vierersystem berechnen. Wir fangen da wie gewohnt hinten an und erhalten aus 3 plus 2 5. Da ist die Stelle, wo wir jetzt etwas aufpassen müssen. Die Überträge sind natürlich andere als im Dezimalsystem. 5 ist im Vierersystem dargestellt ja 4, also ein Vierer plus 1, also 1, 1 in Stellenwertschreibweise. In die letzte Stelle kommt also eine 1 und der Übertrag ist auch eine 1. Analog ist 1 plus 1 plus 2, 4, also kommt eine 0 in den zweiten Stellenwert und wir notieren wieder eine 1 als Übertrag. Und jetzt ist dann noch 1 plus 3 plus 1 wieder 5, also notieren wir im dritten und im vierten Stellenwert auch jeweils eine 1. Sicherheitshalber rechnen wir auch nochmal die Probe. 1, 2, 3 aus dem Vierersystem ergibt 27 im Dezimalsystem. Und 3, 1, 2 aus dem Vierersystem ist 54 im Dezimalsystem. 54 plus 27 ist 81 und 81 ergibt im Vierersystem in der Tat gerade 1101. Eine Frage, die man im Umfeld solcher algorithmischen Rechenverfahren, insbesondere auch in der Informatik stellt, ist dann die nach der Komplexität der Rechenoperation. Unser Rechenverfahren ersetzt ja die Addition beliebig großer Zahlen dadurch, dass man nur noch das kleine 1 plus 1 mit Ziffern ausführen können muss. Die Komplexität dieses Verfahrens fragt danach, wie viele Einzeloperationen, also hier Additionen von Ziffern, im schlimmsten Fall benötigt werden. Wenn wir zum Beispiel zwei k-stellige Zahlen addieren, fragen wir, wie viele Additionen von Ziffern brauchen wir dann höchstens? Wir nähern uns der Frage mal in drei Beispielen. Im günstigsten Fall müssen wir jedenfalls bei einer dreistelligen Zahl, vorne darf ja keine Null stehen, drei Additionen durchführen, nämlich gerade die innerhalb der Stellenwerte. Im Zahlenbeispiel entsteht hier nirgends ein Übertrag. Jetzt können Sie noch sagen, falls irgendwo eine Null steht, muss ich ja nicht wirklich addieren, aber so spitzfindig sind wir mal nicht, weil sonst wird die Frage einfach zu kompliziert beantwortbar. Unser zweites Beispiel enthält zwei Überträge. Wenn man brav von hinten nach vorne addiert, entsteht mit jedem Übertrag genau eine zusätzliche Addition. Da man bei einer k-stelligen Zahl aber höchstens k Überträge haben kann, entstehen dadurch auch höchstens k neue Additionen. Hier haben wir genau dieses Worst-Case-Beispiel dargestellt, zur Abwechslung einmal im Binärsystem. Erste Zeile, die Addition der Ziffern, dritte bis fünfte Zeile, die Addition der drei Überträge, hinten beginnend. Jetzt können Sie natürlich wieder sagen, aber im vorderen Stellenwert steht ja immer eine 0. Da muss ich doch eigentlich nur übertragen und gar nichts addieren.
Aber wir wollen aus Gründen der Konsistenz auch diese 0 plus 1 einfach als Addition zählen. Wir können nun also sagen, dass beim schriftlichen, stellenwertweisen Addieren von 2k-stelligen natürlichen Zahlen höchstens 2k-Additionen erfordert werden. Der Rechenaufwand nimmt also mit der Stellenwertzahl lediglich linear zu, das ist vergleichsweise günstig. Wir sehen auch, wenn Sie die vordere Addition nicht als Addition akzeptieren, kommen Sie auf höchstens 2k-1 Additionen. Das macht aber für große k keinen wirklichen Unterschied gegenüber 2k-Additionen. Analog besteht bei der schriftlichen Multiplikation das Ziel darin, mit dem kleinen 1x1 mit Ziffern und der Addition von Zahlen auskommen zu können. Und analog können wir wieder fragen, wie viele Multiplikationen von Ziffern das erfordert. Das kann man ganz gut erkennen in der folgenden Darstellungsweise. Wir machen für jeden Stellenwert des ersten Faktors jeweils für jede Ziffer parallele Linien in der entsprechenden Anzahl. Dann zwischen den Stellenwerten lassen wir immer etwas Abstand. Im Beispiel haben wir also erst 2 parallele Linien für die Zehner, dann etwas Abstand und eine Linie. Für den anderen Faktor malen wir jetzt quer, genauso wieder erst 2 Linien für die Einser, dann lassen wir etwas Platz und machen 3 Linien für die Dreier. Überall dort, wo sich Linien kreuzen, sind jetzt Multiplikationen von Ziffern. In Rot, da haben Sie 2 Zehner mal 3 Zehner und können durch die Punkte direkt ablesen, das ergibt 6 Zehner. In Blau, Sie haben 2 Einer mal 2 Zehner, sind 4. Und 3 Zehner mal ein Einer sind 3, also haben Sie insgesamt 4 plus 3 Zehner. In Grün können Sie ablesen, Sie haben ein Einer mal 2 Einer, das ergibt 2 Einer. Wenn Sie jetzt mitgezählt haben, sind das 2 mal 2, also 4 Multiplikationen. Allgemein benötigt man für die Multiplikation einer einstelligen Zahl mit einer k-stelligen Zahl höchstens k-Multiplikationen. Und dann für 2k-stellige Zahlen höchstens k² Multiplikationen, weil man eben jede Ziffer mit jeder Ziffer multiplizieren muss. K-Ziffern mal K-Ziffern k². Ob Sie da jetzt höchstens oder genau k bzw. k² sagen, hängt davon ab, wie Sie mit den leeren Stellenwerten umgehen. Wenn Sie auch 0 mal 3 für eine gescheite Multiplikation halten, können Sie hier eigentlich auch genau k bzw. genau k² Multiplikationen sagen. Allfällige nötige Überträge spielen ja für die Anzahl der Multiplikationen keine Rolle, sondern nur für die daran anschließend noch durchzuführenden Additionen bei der Zusammenfassung von den Teilergebnissen. Aber nach der Anzahl von diesen Additionen war ja glücklicherweise gar nicht gefragt. Willkommen zum dritten Block Teilbarkeit und Teilbarkeitsregeln. Das heißt, es geht uns im Wesentlichen darum, wie kann man an der Stellenwertdarstellung einer Zahl ablesen, welche Teiler sie haben kann. Was Teilbarkeit ist, stand ja schon mal irgendwo ganz klein unten auf einer Folie zur Division mit Rest. Wir halten das aber hier noch einmal ganz feierlich als Definition fest. Und weil wir schon dabei sind, machen wir das auch direkt für alle ganzen Zahlen. Das heißt, diesmal dürfen auch die negativen Zahlen mitspielen. B soll nun genau dann ein Teiler von A heißen, wenn es eine weitere ganze Zahl k gibt, so dass wir A als k mal B schreiben können. Außerdem heißt A dann auch ein Vielfaches von B und diese Zahl k, die sich da ergibt, heißt auch der zu B gehörende Komplementärteiler von A. Wieder einige zusätzliche Bemerkungen. Erstens, natürlich teilen sowohl 1 als auch a stets die Zahl a, sind also Teiler von a. Zweitens nennt man alle Teiler, die nicht a selbst sind, auch echte Teiler. Da muss der kleinste positive echte Teiler, der jetzt nicht 1 ist, aber kleiner oder gleich der Wurzel aus dem Betrag von a sein. Nehmen Sie mal an, der wäre größer als der Betrag der Wurzel von a, dann bräuchten Sie ja einen zugehörigen Komplementärteiler, der betragsmäßig kleiner sein müsste.
Ist vielleicht einfach im Zahlenbeispiel. Der kleinste echte Teiler von 16, der nicht 1 ist, muss auf jeden Fall kleiner als 4 sein. Weil wenn der nicht kleiner als 4 wäre oder gleich 4, dann müsste ja der Komplementärteiler, damit sich das mit 16 ausgeht, kleiner oder gleich 4 sein. So, und dann hätten sie sich einfach nur vertan und die beiden vertauscht. Drittens, alle Zahlen sind Teiler von 0 gemäß dieser Definition, weil natürlich finden sie eine Zahl, mit der man die Zahl mal nehmen kann, sodass 0 herauskommt, nämlich die 0 selbst. Was vielleicht eher überrascht, 0 ist nach dieser Definition ein Teiler von sich selbst. Ja, und das, obwohl man durch 0 ja gar nicht teilen darf. Das liegt daran, wie das hier definiert ist. Natürlich gibt es Zahlen k, mit denen ich 0 mal nehmen kann, sodass 0 herauskommt. Also jede andere Zahl nehmen. Viertens, ob eine ganze Zahl ein Teiler einer anderen ganzen Zahl ist, hängt eigentlich nicht vom Vorzeichen ab. Wenn Sie da dividieren, dann ändert sich ja immer nur das Vorzeichen des Komplementärteilers. Entscheidend ist nur der Betrag der Zahl für die Frage der Teilbarkeit. Und kurz schreiben wir die Teilbarkeit mit so einer vertikalen Linie zwischen den Zahlen, lesen das als A teilt B, beziehungsweise A teilt B nicht, wenn diese Linie eben durchgestrichen ist. Weil die Vorzeichen für die Teilbarkeit im Wesentlichen uninteressant sind und um uns nicht mit der Null herumzuschlagen, beschränken wir uns im Folgenden sehr oft darauf, dass A eine nicht negative Zahl sein soll und als Teiler betrachten wir überhaupt nur positive Ganze, also natürliche Zahlen. Bevor wir uns an die Teilbarkeitsregeln selbst wagen, brauchen wir allerdings ein paar Hilfssätze, die uns sagen, wie sich die Teilbarkeit bezüglich der Grundrechnungsarten verhält. Und dazu switche ich jetzt wieder zu unserer virtuellen Tafel und gehe diese Regeln im Einzelnen durch. Wir beginnen mit A. A teilt B, dann teilt A auch B mal C. A teilt B, hatten wir gesagt, daraus folgt, es gibt irgendein K-Element Z, so dass wir schreiben können, B ist gleich A mal K. Gut, jetzt setzen wir das einfach ein. Was ist dann B mal C? B mal C ist dann gleich A mal K mal C. Und das können wir ja doch auch wieder schreiben als A mal in Klammern K mal C. Und jetzt ist klar, diese Zahl ist wieder durch A teilbar, weil hier steht jetzt sozusagen unser neues K'. Damit ist A bewiesen. B funktioniert sehr ähnlich. A teilt B. Daraus folgt wieder, es existiert ein K1, sagen wir mal, innerhalb der Zahlen Z. So, das gilt. B kann man schreiben als A mal K1. Und genauso meint B teilt C. Es gibt ein K, wir nennen das mal K2, Element Z. So, das gilt. C kann geschrieben werden als B mal K2. Dann kann andererseits aber auch C geschrieben werden als C ist gleich A mal K1 mal K2. Und dieses K1 mal K2 können wir unser neues K3 nennen, bei dem wir sehen, dass C jetzt auch wieder schreibbar ist als A mal eine andere ganze Zahl K3. Damit ist auch B bewiesen. Jetzt geht's weiter zu Aussage C. Aussage C sagt aus, dass A teilt B, daraus folgt wieder, es gibt irgendein K1 Element Z, so dass wir schreiben können, B ist gleich A mal K1 und es ist auch gegeben A teilt C, also gibt es wieder ein K2 Element der ganzen Zahlen, so dass wir schreiben können, C ist gleich A mal K2. So, und jetzt müssen wir einfach wieder schauen, was ist B plus C? B plus C ist dann gleich A mal K1 plus A mal K2.
Und wenn wir das jetzt schon so schön stehen haben, werden wir wohl das a herausheben und hier wird stehen k1 plus k2. So, und jetzt können Sie noch überlegen, das hätte gar kein Plus sein müssen. Ich könnte hier auch immer plus minus schreiben, plus minus, plus minus. Und damit habe ich d auch schon bewiesen. Jetzt komme ich zu dem etwas weniger offensichtlichen. Die einzigen ganzen Zahlen, die 1 teilen, sind 1 und minus 1. Na, neu. Jetzt komme ich zu dem Teil, der eigentlich offensichtlich klingt, aber logisch etwas fisselig ist. Die einzigen ganzen Zahlen, die 1 teilen, sind 1 und minus 1. So, was bedeutet das denn, wenn wir bei e sagen, es gibt eine Zahl k, die ein Teiler von 1 ist, dann heißt das doch wieder, es gibt ein k1, nenne ich das jetzt mal, Element z, so dass ich schreiben kann, a mal k1 ist gleich 1. So, jetzt muss ich ein bisschen mit den Vorzeichen überlegen. Sagen wir mal, k1 ist jedenfalls größer oder gleich 0. Das heißt positiv. Dann ist a auch positiv. So, wenn jetzt a und k1 positiv sind, a mal k1, dann ist a mal k1, wenn beide Zahlen positiv sind, sicherlich größer als k1, weil sind ja beides positive Zahlen, beim Mal nehmen wird das größer. k1, wenn wir jetzt aber auch noch annehmen, dass k1 ungleich 1 ist, dann wäre ja k1 größer gleich 2. Dann wäre aber a mal k1 und k1 größer gleich 2. A mal k1 sollte aber gleich 1 sein, da haben wir unseren Widerspruch. So, und jetzt können wir uns das genauso überlegen für zwei negative Zahlen. Da hätten wir nur die Aussagen dann mit kleiner gleich minus 2. Einen zusätzlichen Hinweis können wir noch machen für C und D. In ihrem Zusammenspiel ergeben die nämlich folgende Aussage. Wenn eine Summe ganzer Zahlen durch A teilbar ist, dann sind entweder beide Summanden durch A teilbar oder keiner. Diese Aussage stellt ja in gewisser Weise eine Einschränkung der Umkehrung, die allgemein nicht gegeben ist, dar. Also allgemein können Sie, wenn wir jetzt mal bei C gucken, C Umkehrung stimmt nicht. Umkehrung. Die Umkehrung von C wäre ja A teilt B plus C. Daraus folgt A teilt B und A teilt C. Das stimmt im Allgemeinen nicht. Können wir ein einfaches Beispiel machen. 6 teilt logischerweise 6, aber 6 teilt weder 4 noch teilt 6 die Zahl 2. Also das ist im Allgemeinen falsch, die Umkehrung. Aber es gilt, was man sagen kann, 6 teilt entweder beide Summanden oder 6 teilt keinen Summanden. Das ist immer noch richtig und da müssten wir jetzt einsehen, warum das so ist. Sagen wir mal, die Summe, die wir haben, sei Summe ist gleich, was haben wir hier mal genommen? B plus C. So, wenn wir jetzt annehmen, dass das A die Zahl B teilt. Ja, A teilt die Zahl B. Dann können wir die Summe ja wieder schreiben als Summe ist gleich A mal K 1, also irgend so ein K, plus C. Und jetzt gehen wir hin und bringen das auf die andere Seite mit dem Minus. Dann steht hier Summe minus A mal K1 ist gleich C. Bei der Summe hatten wir jetzt gesagt, also die Summe sollte meinetwegen durch 6 oder durch irgendeine beliebige Zahl, also durch A teilbar sein. Die Summe kann ich also wieder schreiben als A mal mein K2 minus A mal K1 ist gleich C. Und jetzt greift dann auf einmal D, weil bei D steht ja, wenn beide diese Zahlen hier, beide diese Zahlen hier, hatten wir gesagt, sollten durch A teilbar sein, ja, dann ist auch deren Differenz durch A teilbar. Also ist das C auch durch A teilbar.
So, jetzt haben wir es gezeigt. Also wir haben gezeigt, wenn die Summe durch das a teilbar ist, dann ist auch, na, also wir haben jetzt gezeigt, wenn die Summe durch a teilbar ist und einer der beiden Summanden durch a teilbar ist, dann ist auch der andere durch a teilbar. Umgekehrt können wir jetzt auch wieder sagen, wenn das nicht so ist, dann haben wir aber genau dasselbe. Dann hätten wir ja hier einen, der nicht dadurch teilbar ist, minus einen, der dadurch teilbar ist. Und da haut es dann auch nicht hin. Also ist die zusammengenommene Aussage, die hier steht, ist tatsächlich, wenn die Summe oder die Differenz durch eine bestimmte Zahl teilbar ist, sagen wir mal a, dann müssen entweder beide diese Summanden oder beide dieser Zahlen, von denen die Differenz bestimmt wird, durch a teilbar sein, oder es ist eben für keine von den beiden Zahlen der Teil. Das kann man als so abgeschwächte Umkehrung der beiden immer noch retten, aber die einfache Umkehrung gilt nicht. So, und auf der Folie habe ich jetzt nochmal ausdrücklich festgehalten, aus C und D folgt, dass wenn die Summe oder die Differenz von zwei Zahlen A und B durch eine dritte Zahl C teilbar ist, dann sind entweder sowohl A und B beide durch diese Zahl teilbar oder es ist keine von beiden durch diese Zahl teilbar. Der erste Typus von Teilbarkeitsregeln betrifft dann sogenannte Endstellenregeln. Interessiert man sich für die Teilbarkeit einer Zahl, so reicht es teilweise schon aus, nur die hinteren oder sogar nur die letzte Stelle der Zahl anzuschauen. Die einfachste Regel ist hier für die Zahlen 2 und 5 im Dezimalsystem formuliert. Wir müssen uns nur die letzte, also die einer Stelle einer Zahl ansehen. Wenn diese durch 2 oder 5 teilbar ist, dann ist es auch die ganze Zahl. Schauen wir uns kurz an, warum das so ist, wie man das begründet beweist. Wir machen erstmal ein Beispiel. 1, 3, 7, 4, 7, 8. Dabei ist die Behauptung, diese Zahl ist auf jeden Fall durch 2 teilbar, weil die letzte Ziffer durch 2 teilbar ist. Wie kann man das einsehen? Ich habe hier extra unsere Hilfssätze darüber geschrieben. Das geht immer mit dieser Summenteilbarkeitsgeschichte. Ich kann ja diese Zahl schreiben als 1, 3, 7, 4, 7, 0 plus 8. So, und jetzt sagt mir dieser Satz hier oben, dass wenn beide Summanden durch 2 teilbar sind, dann auch die Summe teilbar ist. Und umgekehrt kann ich natürlich hinschreiben 1, 3, 7, 4, 7, 8 minus 8 ist gleich 1, 3, 7, 4, 7, 0. So, und jetzt behaupte ich, bei dieser Zahl hier sehe ich mit bloßem Auge, dass sie durch 2 teilbar ist, bei der auch. Also muss auch diese Zahl durch 2 teilbar sein und umgekehrt. Warum sehe ich das mit bloßem Auge? Naja, 1, 3, 7, 4, 7, 0 kann ich ja wohl schreiben als 1, 3, 7, 4, 7 mal 10. Und die 10 könnte ich jetzt noch wieder aufteilen als 2 mal 5. So, und jetzt wäre natürlich genau dasselbe, wenn ich gehabt hätte 1, 3, 7, 3, 5. Ja, dann hätte ich das genauso gemacht. Da hätte ich gesagt 1, 3, 7, 3, 0 plus 5 beziehungsweise 1, 3, 7, 3, 5 minus 5 ist gleich 1, 3, 7, 3, 0. Und auch hier hätte ich wieder gesagt, naja, das ist ja wohl 1, 3, 7, 3 mal 10. 10 hat aber die Teiler 2 mal 5. Und jetzt kann ich wieder argumentieren. Ich weiß, dass diese Zahl durch 5 teilbar ist. Ich weiß, dass diese Zahl durch 5 teilbar ist. Dann sagt mir der Satz, wenn die beiden Zahlen durch 5 teilbar sind, ist auch ihre Summe durch 5 teilbar. Also ist auch das durch 5 teilbar. Umgekehrt kann ich auch auf dieser Seite argumentieren, wenn diese Zahl hier durch 5 teilbar ist, ja, und diese hier, ja, dann ist es auch diese. Also das gilt tatsächlich in beiden Richtungen. Genau dann, wenn die Endziffer durch 5 teilbar ist, ja, die Endziffer ist durch 5 teilbar, dann ist auch die Zahl selbst durch 5 teilbar oder genau dasselbe für die 2. Jetzt ist das hier noch so ein bisschen mit Zahlenbeispiel hingeschrieben. Da sagen Sie vielleicht, ah, der Argumentation mit dem Zahlenbeispiel traue ich nicht. Dann müssten Sie das so allgemein hinschreiben, dass Sie sagen, Sie haben eine Zahl, die hat Ziffern Z1, Z2
und so weiter bis ZS minus 1 und ZS in einem Stellenwertsystem. Wir haben hier jetzt immer das Zehnersystem genommen. Diese Zahl kann ich auch schreiben als Z1, Z2, Punkt, 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 ZS minus 1 mal 10. Ja, weil das ist ja ein Zehnersystem. Also ab hier sind 10 hoch 1 und so weiter. Also kann ich die ganzen Ziffern mal 10 plus ZS. Und jetzt gilt die Aussage, wenn ZS durch 2 teilbar ist oder durch 5 teilbar ist. Diese Zahl ist auch durch 2 oder 5 teilbar, immer, weil da steht ja 10, dann ist es auch diese Zahl. Umgekehrt kann ich aber sagen, wenn diese Zahl hier Z1 und so weiter, Z2, Punkt, 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 ZS minus 1, ZS 10, das habe ich oben leider falsch hingeschrieben, jetzt mache ich es aber richtig. Wenn diese Zahl hier im Zehnersystem durch 10 teilbar ist, hier muss ich auch noch Zehnersystem dran schreiben, und ich ziehe davon diese Zehnerzahl ab, das habe ich oben leider genau falsch rum gemacht, aber jetzt sehen Sie es dann richtig, ich ziehe jetzt hier dieses ZS minus 1 mal 10 ab, dann sage ich also, wenn diese Zahl durch 10 teilbar ist, diese Zahl ist sowieso immer durch 10 teilbar, weil da hinten 10 steht, also ist sie durch 2 und 5 teilbar. Also wenn die durch 2 oder 5 teilbar ist, die hier ist immer durch 2 oder 5 teilbar, dann muss auch die Endziffer ZS durch 5 teilbar sein, eben genau durch den Teil D dann. Also mit Teil C kriegen wir die eine Richtung, wenn die Endziffer durch 2 oder 5 teilbar ist, dann ist es auch die Zahl. Und mit Teil D kriegen wir, wenn die Zahl durch 2 oder 5 teilbar ist, dann ziehe ich halt alles ab, was in den höheren Stellen steht. Dann bleibt die letzte Ziffer übrig. Damit haben wir diese Endstellenregel bewiesen. Diese Regel lässt sich nun in einfacher Weise auch dadurch erweitern, dass wir bei Teilbarkeit durch 4 bzw. 8 nicht mehr die letzte, sondern die letzten beiden bzw. die letzten 3 Stellen betrachten. Die Begründung läuft dabei ganz analog. Wenn hinten die letzten beiden Stellen zum Beispiel durch 4 teilbar sind, gut, das wäre ja zum Beispiel bei 12 der Fall. So, jetzt kann ich da irgendwas anderes davor schreiben. So, jetzt ist die Behauptung, das ist immer noch durch 4 teilbar, weil ich wieder schreiben kann, 735 mal 100 plus 12. Und weil ich andererseits das hier ja auch noch wieder auflösen kann in 735 mal 4 mal 25 plus 12. Jetzt sehe ich, aha, diese Zahl hier ist durch 4 teilbar und diese Zahl hier ist auch durch 4 teilbar. Dann hilft mir wieder mein Satz C, dass hier vorne das auch durch 4 teilbar ist. Umkehrung mache ich jetzt mal nicht. Stattdessen gehe ich direkt auf die Sache mit den drei Endziffern, also wir haben die drei Endziffern, da schreibe ich mal direkt allgemein hin, die letzte Ziffer ist ZS, die vorletzte Ziffer ist ZS minus 1, davor ist ZS minus 2 und wir brauchen dann auch noch die Ziffer ZS minus 3 und davor sind irgendwelche Ziffern noch Z1, Z2 unter Umständen auch noch. So, das ist eine Zahl im Stellenwertsystem zur Basis 10. Diese Zahl schreibe ich jetzt wieder so, dass ich hier hinten Z1, Z2 bis ZS minus 3 habe. Und das Ganze ist jetzt mal 1000. Ja, hier kommen ja dann die 100er, 10er, 1er, also sind davor die 1000er. Und dahinter steht eine Zahl, die ist ZS minus 2, ZS minus 1 und ZS 10. Ja, auch noch wieder der 10er drunter. Jetzt ist wieder das Argument, wenn diese Zahl hier durch 8 teilbar ist, diese Zahl ist sowieso durch 8 teilbar, weil das hier kann ich schreiben als 8 mal 125. Wenn also diese Zahl durch 8 teilbar ist und diese Zahl ist durch 8 teilbar, dann ist auch die Zahl selbst
durch 8 teilbar. Und jetzt kann ich auch wieder umgekehrt das Argument natürlich bringen, wenn ich hier vorne diese Zahl stehen habe, S minus 3, ZS minus 2, ZS minus 1, ZS im 10er-System und ziehe davon ab, Z1, Z2, Punkt, 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 mal, nicht mal, sondern einfach letzte Stelle, ZS minus 3 im 10er-System mal 1000 und habe auf der anderen Seite stehen ZS minus 2, ZS minus 1, ZS im 10er-System. Jetzt kann ich wieder sagen, wenn die Zahl durch 8 teilbar ist, diese Zahl ist sowieso immer durch 8 teilbar, weil hier ja wieder steht 8 mal 125, kann ich bei D gucken, dann muss auch die Zahl auf der anderen Seite, die die Differenz ist, die muss dann auch durch 8 teilbar sein. Also habe ich hier auch wieder beide Richtungen. Wenn die Endziffer durch 8 teilbar ist, dann ist es auch die Zahl. Und wenn die Zahl durch 8 teilbar ist, dann ist es auch die Endziffer. Wichtig ist nun, sich zu merken, dass wir bei beiden Begründungen davon Gebrauch gemacht haben, dass höhere Stellenwerte im Dezimalsystem durch Potenzen von 10 teilbar sind und 10 eben selbst wieder durch 2 und 5 teilbar ist. Entsprechend höhere Potenzen, also durch entsprechende Vielfache dieser Zahlen. Man kann nun fragen, wie es allgemein in beadischen Zahlsystemen ausschaut, also bei einer anderen Basis B, die nicht notwendig 10 ist. Wir wollen das mal für die letzte Endstelle tun. In einem beadischen Zahlsystem ist eine Zahl durch einen Teiler T von B genau dann teilbar, wenn die Endstelle durch B teilbar ist. Der Beweis läuft wieder gänzlich analog. Also wir haben irgendeine Zahl, sagen wir mal 1, 2, 3 im Stellenwertsystem zur Basis 6. Jetzt können wir aber genau denselben Trick machen, den wir vorher auch hatten. Wir können hier ja hinschreiben, das ist 1, 2 im 6er-System mal die ja, was? Die 6 nämlich und dann plus die 3. So, jetzt können wir natürlich wieder sagen, aha, die 3, die ist durch 3 teilbar, die 6, das ist ja wohl, Entschuldigung, ist gleich 3 mal 2, also die 6 ist auch durch 3 teilbar, dann ist die Zahl hier vorne auch teilbar. So, und jetzt können wir auch wieder diesen Beweis natürlich allgemein führen, dann sehen wir das noch besser, Z1, Z2, Punkt, 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 ZS minus 1, Z S und jetzt sagen wir eben im Stellenwertsystem zur Basis B ist dann dasselbe wie Z1, Z2, Punkt, 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 ZS minus 1 mal B plus ZS und jetzt kommt wieder das Argument, wenn wir einen Teiler T haben, der ZS teilt und der B teilt, dann muss er auch die Summe teilen. Und umgekehrt haben wir auch wieder das Argument Z1, Z2, Punkt, 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 ZS minus 1, ZS im Stellenwertsystem zur Basis B, hier sollte ich das auch noch dazu schreiben, minus Z1, Z2, Punkt, 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 ZS minus 1 mal B ist gleich ZS. Wenn wir jetzt wieder argumentieren, aha, hier haben wir einen Teiler T und hier hinten haben wir einen Teiler T, dann haben wir den Teiler T auch bei der Endziffer. Der Beweis läuft also völlig analog, aber die konkreten Endstellenregeln ändern sich, weil es sind immer nur die Teiler betroffen von der Basis. Ist also im 6er-System haben wir diese Endstellenregeln dann für die Zahlen 2, 3 und 6, wohingegen wir sie im 10er-System eben für 2, 5 und im Grunde genommen auch für die 10 gehabt haben. Der zweite Typus von Teilbarkeitsregeln verwendet die Quersumme einer Zahl. Die Quersumme ist die Summe aus allen Ziffern bzw. aus allen Stellen. Im Dezimalsystem sind Zahlen etwa genau dann durch 9 bzw. durch 3 teilbar, wenn deren Quersumme durch 9 bzw. durch 3 teilbar ist. Die Begründung kann ebenfalls wieder mit Hilfe unserer Hilfssätze und der
geschickten Zerlegung in Teilsummen erfolgen. Wir machen das mal zunächst in einem Beispiel. 7, 3, 5, 3 im 10er-System. Das kann ich wohl auch schreiben als 1000 mal 7 plus 100 mal 3 plus 10 mal 5 plus 3. So, jetzt wollte ich davon die Quersumme abspalten. Die Quersumme ist 1 mal 7 plus 1 mal 3 plus 1 mal 5 plus 3. So, das nenne ich nachher immer die Quersumme der Zahlen. Das ist aber nur eine Randbemerkung. Hier fehlt ja jetzt noch was. Da fehlt 999 mal 7 plus 99 mal 3 plus 9 mal 5. Diese Zahl hier, das ist unschwer zu sehen, also haben wir hier stehen Quersumme plus dann irgendwas 9 mal 111 mal 7 plus 11 mal 3 plus 1 mal 5. Das hier ist aber gar nicht so spannend, weil 3 teilbar bzw. 9 teilbar. Weiß ich von diesem Teil in jedem Fall. Quersumme muss ich es mal eben ausrechnen. 7 plus 3 ist 10, plus 5 ist 15, plus 3 ist 18. Das ist durch 9 und 3 teilbar. Und jetzt kann ich wieder argumentieren, wenn das hier durch 3 teilbar ist, beziehungsweise durch 9 teilbar ist, dies hier ist es sowieso, dann muss mit diesem Satz, den wir vorhin schon ein paar Mal benutzt haben, die Zahl selbst natürlich auch durch 9 oder 3 teilbar sein. Umgekehrt könnte ich den Term wieder auf die andere Seite bringen. Dann könnte ich sagen, das hier minus dieses Gedöns hier, wenn das durch 3 oder 9 teilbar ist, dann muss das auch die Quersumme sein. Geht also wieder in beide Richtungen. Wir müssen es vielleicht nur noch mal allgemein überlegen. Allgemein hatten wir ja gesagt, wir haben Zahlen Z1, Z2, schreibe ich mal hin, Punkt, 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 Zs-1, Zs, die eigentlich ja der Form sind 10 hoch S-1 mal Z1 plus 10 hoch S-2 mal Z2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus 10 mal Zs-1 plus Zs. Wenn ich von diesen die Quersumme abziehe, also hinschreibe als vorderstes Z1 plus Z2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus Zs-1 plus Zs, dann bleibt hinten stehen 10 hoch S minus 1 minus 1 mal Z1 plus 10 hoch S minus 2 minus 1 mal Z2, so, ich schreibe mal hier vorne weiter, plus Punkt, 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 10 minus 1 mal Zs minus 1. So. Und was jetzt der Fall ist, hier hinten würde ich ja jetzt wieder gerne sagen, aha, da kann ich tatsächlich eine 9 herausholen. Und das ist tatsächlich so, weil wenn Sie mal überlegen, 10 hoch S minus 1, wie sieht denn das im 10er-System aus? Naja, das ist doch einfach eine 1 und dann kommen S minus 1 Nullen. Und wenn ich da einen weniger nehme, dann habe ich eine Zahl, die besteht genau aus S minus 1 Neunern. Und deswegen kann ich hier wieder sagen, aha, die muss natürlich durch 9 teilbar sein. Auch diese Regeln hängen offensichtlich mit der spezifischen Basis 10 des Dezimalsystems zusammen und müssen entsprechend adaptiert werden, wenn man sie allgemein auf b-adische Stellenwertsysteme übertragen möchte. In einem b-adischen Stellenwertsystem lässt sich die Quersummenregeln für alle Zahlen formulieren, die Teiler der Zahl b-1 sind. Für das Binärsystem ist die hier getroffene Aussage trivial. Es ginge um die Teilbarkeit durch 1, die eben immer vorliegt. Für alle anderen Stellenwertsysteme können wir wieder unseren vorherigen Beweis verallgemeinern
um zu zeigen, eine Zahl ist genau dann durch einen Teiler von b minus 1 teilbar, wenn ihre Quersumme durch einen Teiler von b minus 1 teilbar ist. Jetzt machen wir dasselbe Argument also in einem Stellenwertsystem zur Basis b. Ich habe wieder z1, z2, Punkt, 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 zs minus 1, zs im Stellenwertsystem zur Basis b. Kann das also wieder schreiben als b hoch s minus 1 mal z1 plus b hoch s minus 2 mal z2 plus Punkt, 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 Punkt plus, dann komme ich irgendwann an b mal zs minus 1 plus zs. So, und jetzt kann ich da auch wieder hingehen und die Quersumme herausholen, also z1 plus z2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus zs. Und was hier hinten übrig bleibt, ist jetzt eben entsprechend b hoch s minus 1 minus 1 mal z1 plus b hoch s minus 2 minus 1 mal z2 plus, und dann geht das so weiter, und ich bleibe ja auch wieder, geht wieder so weiter, plus b minus 1 mal zs minus 1. So, jetzt will ich natürlich auch wieder haben, dass diese Zahlen hier, diese b hoch s minus 1 minus 1, b hoch s minus 2 minus 2 und so weiter, alle durch b minus 1 teilbar sind. Jetzt überlege ich mir eben wieder, wie hat eigentlich eine Zahl ausgesehen, die b hoch s minus 1 ist im Stellenwertsystem zur Basis b. Naja, die hat ja einfach so ausgesehen, dass wir eine 1 hatten und dahinter hatten wir lauter Nuller. Und zwar ist die Anzahl der Nuller, die wir hier hatten, ist wieder s minus 1. Und die Zahl, die 1 kleiner wieder ist, ist ja die, wo hier immer der letzte Stellenwert steht. Also die Zahl, die man dann hat, ist eine, wo steht b minus 1, b minus 1, Punkt, Punkt, Punkt. Und hier hinten auch wieder b minus 1. Und das Ganze eben s minus 1 mal. Und diese Zahl ist dann natürlich auch wieder durch b minus 1 teilbar, weil ja jeder Stellenwert durch b minus 1 teilbar ist. Und damit hat man das dann. Man kann das auch beweisen, das machen wir vielleicht auch noch auf einem der Übungszettel, dass man einfach sagen kann, naja, b hoch k minus 1, das ist eben immer teilbar durch b minus 1, also b minus 1 teilt immer b hoch k minus 1. Ist ein schöner Beweis, den man auch noch führen kann. Aber hier haben wir es so argumentiert über die Stellenwertdarstellung. Wenn Sie mir nicht vertrauen, machen wir das vielleicht auch mal für eine konkrete Zahl. Wir könnten ja jetzt zum Beispiel mal hingehen und könnten uns eine Zahl ansehen im Stellenwertsystem zur Basis 5, wo wir jetzt die Teilbarkeit durch 4 haben wollten. Jetzt mache ich mal, damit das vielleicht nicht zu lang wird, etwas Dreistelliges, wo ich als Summe auf jeden Fall 4 erzeuge, also nehme ich zum Beispiel 1, 2, 1. Die Zahl 1, 2, 1 im Stellenwertsystem zur Basis 5, die kann ich auch aufschreiben als 1 mal 5 Quadrat plus 2 mal 5 plus 1. Von der will ich jetzt wieder abspalten. 1 mal 1 plus 1 mal 2 plus 1 mal 1. Das hier ist die Quersumme. Quersumme. Und jetzt bleibt hier hinten stehen 24 mal 1 plus 4 mal 2. So, jetzt sehen wir das noch nicht, was ich hier oben geschrieben habe. Ich müsste diese 24 und so, das ist ja jetzt noch im Dezimalsystem dargestellt. Die 4 im Fünfersystem dargestellt ist eine 4. Und was ist die 24 im Fünfersystem dargestellt? Die 25 im Fünfersystem dargestellt, das ist die 100. Und wenn ich von 101 abziehe, muss ich bei 4, 4 landen. Also 4, 4 im Fünfersystem sollte die 24 sein. Können wir auch nochmal überprüfen. 4 mal 5 plus 4, das ist wohl 24. Also ist das tatsächlich so,
Wenn ich von irgendeinem Stellenwert der 1 abziehe, komme ich immer zu so einer Zahl, wo in jedem Stellenwert b-1 steht. Und das ist dann natürlich durch b-1 dividierbar. Das heißt, das Argument ist für das b-adische Stellenwertsystem genau dasselbe wie das Argument für das Dezimalsystem. Aber Sie müssen sich merken, es sind immer die Teiler der Zahl, die die Basis um 1 verringert ist, für die man dann so eine Quersummenregel hat. Man könnte jetzt auch noch über alternierende Quersummen reden, bei denen Stellenwerte abwechselnd addiert und subtrahiert werden. Durch diese lässt sich etwa im Dezimalsystem eine Teilbarkeitsregel für die Zahl 11 formulieren. Wir wollen hier aber mal abbrechen, denn mit solchen Fragestellungen beschäftigen Sie sich wenigstens im Lehramt dann sowieso auch noch in der Vorlesung Elementare Zahlentheorie. Wir sind also am Ende des Erklärteils dieser Lektion angelangt. Es folgen jetzt für Sie wieder die Übungsbeispiele. Beispiel 1, die Dezimalzahl 136 soll ins 6er und die Dezimalzahl 4085 ins 17er System umgewandelt werden. Und vervollständigen, da ist noch ein Tippfehler drin, sollen wir die Rechenwege und das Endresultat stellenwertweise eintragen, womit uns auch schon verraten ist, dass da dreistellige Zahlen rauskommen, sonst würden wir auch mit dem Rechenweg gar nicht auskommen. Gut, der Rechenweg funktioniert eigentlich immer gleich. Die 136 werden wir zunächst mal durch 6 dividieren. Dabei erhalten wir 22. Ja, wenn mein Stift geht, warten Sie mal, das wollen wir nicht. Da suchen wir uns mal einen Stift aus, der etwas besser schreibt. Also 22. 22, aber jetzt bleibt natürlich noch ein Rest. 22 mal 6 ist 132. 136 haben wir, also haben wir noch einen 4er Rest. Den 4er Rest kann ich mal direkt hier hinschreiben und der ist auch direkt die letzte Stelle. So, jetzt kommt der zweite Schritt. Wir müssen die 22 hernehmen und die auch nochmal durch 6 dividieren. Da erhalten wir als Ergebnis 3 mal die 6 und es bleibt auch hier wieder ein Rest. 3 mal 6 ist 18, 22 minus 18 ist 4 und 3 brauchen wir jetzt nicht mehr durch 6 teilen, da würde ja sowieso 0 und dann Rest 3 rauskommen, also können wir hier direkt 3 und 4 eintragen, also ist die Zahl 136 im 6er System 3, 4, 4. Muss ja auch größer werden, weil wir haben weniger Stellenwerte. Wir haben ja hier Basis 6 und nicht mehr Basis 10. Genauso funktioniert das bei der 17. Muss ich hier mal eben alles wieder löschen. Okay, 4085 dividieren wir durch 17 und erhalten als Ergebnis 240. Jetzt nehmen wir wieder die 240 mal die 17 und erhalten 4080. Es bleibt also ein Rest von 5. Den Rest von 5 kann ich hier wieder hinschreiben und den kann ich direkt in die letzte Stelle schreiben. So, jetzt geht's wieder weiter. Die 240 ist noch größer als 17, also rechne ich 240 geteilt durch 17 ist 14. Und jetzt bleibt natürlich auch wieder ein Rest vielleicht. 14 mal 17 ist gleich 238, bleibt also ein Rest von 2 gegenüber den 240. Und diese 2 sind die zweite Stelle und die 14 sind die erste Stelle. 14 geteilt durch 17 ist ja wieder 0, Rest 14, also kommt da die 14 hin. Das ist das erste Beispiel. Beispiel 2, schriftlich addieren im Oktalsystem. Wir haben die Zahlen 2, 3, 5, 7 im 8er System und die Zahl 6, 2, 6, 4 im 8er System. Und jetzt sollen wir deren Summe bestimmen, ohne das vorher umzurechnen und jeweils immer eintragen, was sind die Stellenwerte und was sind gegebenenfalls die Überträge. Fangen wir mal an. 7 plus 4, 7 plus 3 ist 10, das ist also 11. 11 müssen wir jetzt im 8er System überlegen, also ziehen wir von 11 8 ab. Bleibt übrig 3 und ein Achter als Übertrag. Glücklicherweise kann der Übertrag immer nur 1 sein oder gar nicht vorhanden, wenn wir zwei Zahlen addieren. So, jetzt geht's weiter. 1 plus 6 ist 7.
7 plus 5, 7 plus 3 ist 10, plus 2 ist 12. 12 müssen wir wieder überlegen, ins Achtersystem übertragen. 12 im Achtersystem sind 12 minus 8 ist 4 und wieder ein Übertrag von 1 für den einen Achter. Und hier genauso, 1 plus 3 ist 6. Aha, da bleibt einfach die 6 stehen, haben wir gar keinen Übertrag. Und jetzt hier an dieser Stelle, 6 plus 2 ist 8. Aha, da haben wir also hier eine, jetzt verrutsche ich hier alles, 0 und als vorderste Ziffer eine 1. Die Lösung ist also 1, 0, 6, 4, 3. Ja, damit wäre das Beispiel gelöst. So, jetzt haben wir die Aufgabe zu den Binärzahlen. Da war ein ganz klein bisschen mehr zu tun. Erstmal ist da eine Binärzahl umzuwandeln. Die schreibe ich hier hinten nochmal etwas größer hin. 1, ich schreibe mal immer dahinter mal 2, plus 0 mal 2, plus 1 mal 2, plus 0 mal 2, plus 1 mal 2, plus 0 mal 2. Warum habe ich das gemacht mit den ganzen Zweiern? Dann vertue ich mich bei den Exponenten nicht. Also die letzte Ziffer ist 2 hoch 0, die vorletzte ist 2 hoch 1, dann kommt 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 und 2 hoch 5. Also steht hier eigentlich 1 mal 2 hoch 5, ja, wenn man das nicht im Kopf kann, 2 hoch 5 ist 32, also 32 plus 1 mal 2 hoch 3, das geht hoffentlich im Kopf, 2 mal 2 wäre 4, mal 2 ist 8, also ist das 32 plus 8, dann wieder 0 mal 2 hoch 2, plus nochmal die 2 und für 1 mal 2 und dann 0 mal 2 hoch 0. Also hier schreibe ich auch nochmal fein hin, 1 mal 2 hoch 1. So, also 32 plus 8 plus 2, das ist wohl 40 plus 2 oder 42. So, also die erste Antwort ist hier mal, das ist die Dezimalzahl 42. Jetzt müssen wir überlegen, eine positive ganze Dezimalzahl, die kleiner als 256 ist. So, 256, das machen wir jetzt ohne, machen wir doch mit Taschenrechner. 256, so will mein Taschenrechner das nicht. Müssen Sie mir mal eben etwas Geduld. Log 256, Klammer zu, geteilt durch Log 2, Klammer zu, ist 8, also ist 256 gleich 2 hoch 8. 2 hoch 8 ist die Zahl, die im binären System eine 1 mit 8 Nullern ist. Also ist die nächste Zahl, die kleiner ist, ist die, die lauter Einser hat, und zwar 8 Stück. Also hat man hier höchstens 8 Ziffern. Weil die lauter Einser, 8 Stück, ist genau die 255. Jetzt hier ist umgekehrt gefragt, alle positiven ganzen Dezimalzahlen, die kleiner als sind, haben im Binärsystem höchstens 10 Ziffern. Da müssen wir einfach überlegen, was ist, jetzt muss ich wieder alles zurückgängig machen, 2 hoch 10, 1024. Also alle Zahlen, die kleiner als 1024 sind, haben höchstens 10 Ziffern. Die 1023 besteht wieder aus 10 Einsern und die 1024 wäre dann ja schon mit 2 hoch 8, also vorne eine 1 und dann 8 Nullen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier Glück. Bei der Addition von zwei in das Binärsystem umgewandelten Dezimalzahlen, die beide kleiner als 512 sind. Wenn die kleiner als 512 sind, dann sind die kleiner als 2 hoch 9, weil 2 hoch 10 war 1024 und bei 256 hatten wir 8 Ziffern, liegt ja genau dazwischen, die 512, die 10er Potenz. Also haben die Zahlen jeweils 9 Ziffern. Wie viele Additionen werden dann höchstens benötigt? Da hatten wir den Satz in der Erklärteil dieser Lektion. Okay, wenn man 9 Ziffern hat, 2 Zahlen mit 9 Ziffern, dann braucht man 2 mal 9, also 18 Additionen von Ziffern werden dann höchstens benötigt. Damit ist auch dieses Beispiel erledigt. Beispiel, eine kleine Beweisaufgabe, wo Ihnen Optionen vorgegeben waren. Ich mache das jetzt aber mal frei ohne vorgegebene Optionen. Schauen wir mal.
im kleinen 1x1 zur Basis b, b ist größer als 2, wollen wir schauen, dass da nur ein- oder zweistellige Zahlen als Ergebnis rauskommen, dass also keine dreistellige Zahl herauskommt, wenn ich zwei einstellige Zahlen im Stellenwertsystem zur Basis b multipliziere. Die größte einstellige Zahl im b-adischen System ist, aufpassen, b minus 1. B ist ja selber schon 1, 0 im BA-System. Also hier gehört B minus 1 herein. B minus 1. Das größte auftretende Produkt, ja, das ist dann B minus 1 mal B minus 1 oder wie wir auch sparsamer schreiben, B minus 1 in Klammern zum Quadrat. Eine dreistellige Zahl im b-adischen System, das muss hier System heißen, hier steht System, das muss ich gleich noch korrigieren. System wäre größer oder gleich. Ja, wie sieht die dreistellige Zahl aus? B-Quadrat ist die erste dreistellige Zahl, weil wenn Sie überlegen, im Stellenwertsystem zur Basis b, einer Stelle ist die b-Stelle, zweier, so, da ist die b-Quadrat-Stelle, hier ist die b hoch 0-Stelle. Die kleinste ist, wenn hier eine 1 steht und da Nullen und das ist b Quadrat. Aha, aber weil b minus 1 Quadrat, b minus 1, ich wechsle mal wieder zur Schreibschrift, kleiner ist als b Quadrat, taucht keine dreistellige Zahl auf. Und damit ist der Beweis fertig und das Beispiel ist gelöst. Und damit sind wir dann endgültig am Ende der Lektion angelangt. Bevor ich Sie endgültig verabschiede, folgt wieder das kurze Abschlussquiz. Kommt wieder der Button Zusammenfassung, können Sie draufklicken. Moodle wird jetzt wieder zeitlich verzögert, dann vielleicht auch so eine Bonuslektion freigeschaltet, kann diesmal ein bisschen dauern, wo Sie schauen können, wie man in Python mit Division mit Rest, mit b-adischen Systemen und mit dem Rechnen in diesen Systemen umgehen kann. Ich sage dann jetzt auf Wiedersehen, hier folgen nur noch die Quellenangaben.